noch. Hallo. Danke. Sie ist richtig on fleek aus. Danke. Okay. Krass. So. Danke. Schön zurücklehnen. So, ihr persönlicher Security ist auch da. Danke. 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 Super, ja. So, Jungs, hau Jungs, bis Seite. 1, 2, 3. Jeder will hier eine tragende Rolle. Wir haben alles vorbereitet. Fruchtenschale, eine kleine Bar. Heute ist alles nur für dich. Es ist so hart. Ganz ohne Streiterei und ohne Bieferei hier. Wir haben uns alle lieb. Ja, super. Ich freue mich heute, mit euch ein bisschen zu entspannen und den Tag zu genießen. Also, es wird echt, echt toll. Heute ist die nächste Nacht der Rose und ich muss jetzt wirklich, um die richtige Entscheidung zu treffen, den Männern noch mal auf den Zahn fühlen. Ein Haken. Auf. Männer, hey. Was machen wir? Das Wetter genießen heisst, dass wir miteinander reden. Ja, ja. Schon. Ich, ja. Ciao, Jungs. Schau auf sie, ja, bring sie heil zurück. Ich habe mir Juicy zur Seite genommen, weil ich mit ihm über ein Thema will. Juicy, wir haben ja schon ein, zwei Gespräche miteinander. Wow, nach Sex. Ich meine, bei den Frauen ist es so große Liebe auch das erste Mal schon. Sie war halt eben ein bisschen jünger, sie hat mega strenge Eltern, weil ihre grosse Schwester ist oft auch noch mitgekommen. Okay. Möglichkeit eigentlich nur. Ich habe das akzeptiert. Schön, dass der Juicy Rücksicht genommen hat auf die Wünsche und auf die Bedürfnisse. Du könntest eigentlich sehr viele Frauen abschleppen, hast du das auch? Nein, das ist halt von früher noch. Ich war eigentlich immer der Typ, also traditionell, ich habe immer gesagt, das ist auch mein grösster Wunsch. Ah ja? Das war so, ja. Da war ich schon 24. Ah ja? Ja. Und dann hat sie für Frauen, die man geliebt hat, und man hat einfach den Schuh in den Arsch bekommen, auf Deutsch gesagt. Und dann habe ich halt in den letzten zwei Jahren ein bisschen meine Erfahrungen gemacht. Im Rahmen. Ich habe darüber gedacht, es ist mega schwer zu mir schätzen. Offen auch über alles schwätzen. Nichtsdestotrotz. Und Adela, was bist du eher für einen Typ, Club oder Bar-Typ? Oh, Club oder Bar? Ehrlich gesagt, Bar. Irgendwie mit meinen bisschen Reden, ein bisschen auch hören, was sie sagen. Ja, also, das ist gut. Ja, auf jeden Fall Bar. Doch, aber Club ist auch ab und zu gut. Bei euch? Gute Abwechslung. Bin ich. Ja, oder daheim. Club, Bar, daheim. Club, Bar, daheim. So fragst du den David? Bis später. Logisch, hä? So. Luca muss Adela unbedingt etwas sagen. Ich muss sagen, ich bin etwas überrascht, dass Luca mich von der Party entführt hat. Luca, was liegt dir denn auf dem Herzen? Also beim zweiten Mal, also beim zweiten Anlauf sogar dir gedacht, aber gleich vorher aufgeregt. Aber das Wichtige ist ja, dass du Vollgas gegeben hast und das hast du, glaube ich, auch gemacht, oder? Ja. Es war interessant für mich, dich auch von einer anderen Seite zu sehen und immer den Leuten einsteigen. Mehrere Seiten an mir, nicht nur die humorvolle, liebevolle. Ich kann mit mir noch mal reden. Und ja. Oh, toll! Ja, wie heisst du? Mal zwei Wochen quasi. Ja, quasi, ja. Das Verhältnis mit deiner Mutter hält. Ist das nicht ein mega Vertrauensbruch? Ich hoffe, du vermisst mir David nicht allzu sehr. Ich stoße auf ihn an. He? Genau. Dankeschön und auf dich. Ich habe es einfach nur schade gefunden, dass er so spät erst.